Mountains. Herzlich willkommen, grüß euch miteinander im Berner Oberland. Wir sind mit in einer wunderschönen Stadt, sie heisst Thun. Und in Thun, glaube ich, habe ich mal gehört, können alle Bewohner jodeln. Ob sie das können oder ob sie können singen, das finden wir miteinander raus. Ich lade euch herzlich ein, für mit mir zusammen Thun anzuschauen. Einfach nur Mensch. Darf ich euch schnell etwas fragen? Ja, warum? Was ist euer Talent? Talent? Ja. Warum? Weil es mich einfach interessiert. Talent? Momentan nicht mehr. Nein, aber das sagt man nicht. Mo. Warum nicht mehr altersbedingt? Ja. Nein. Hast du hier ein etwas, da ein etwas? Nein. Mo. Aber Talent kann man doch gleich haben. Ja, Talent kannst du das und das machen. Ich mache ein bisschen alles. Was denn? Das interessiert mich, das ist spannend. Alles. Alles. Draussen, drinnen. Also seid ihr selbstständig? Ich bin selbstständig. Als was denn? Alles. Gut. Ich brauche im Garten jemanden, wenn der... Wenn ich fortgehe, gehe ich die Küche auch fort. Also wenn du heimkommst, musst du selber etwas machen. Das verstehe ich jetzt nicht. Was heisst das? Die Küche ist weg. Ich sage, wenn ich fortgehe, geht die Küche auch fort. Aha. Das heisst, dann musst du selber etwas machen. Aber wenn ich jetzt jemanden brauche, der bei mir den Garten macht, dann bin ich bei euch richtig? Dann muss ich machen. Ja, das happert ein bisschen. Also gesundheitlich? Ja. Ja. Das happert ein bisschen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, ich bin der Lukas. Ich bin Hans-Peter. Hans-Peter. Seht man dir in Bern Hempu? Ja, Buddy. Ah, Buddy? Alles. Wenn du jetzt sagst, so ein bisschen, ja, es hapert so ein bisschen hier, so ein bisschen dort und so. Wie alt bist du, Hans-Peter? Ja, was schätzt du? Ja, lass mich mal schauen. Gell, der Ross schaut mal ins Maul und schaut, ob sie viel zu sehen. Ja, da würde ich jetzt sagen. Die sind noch die eigenen. Ich würde sagen, 65? Nein. Bin ich zu hoch? Nein, zu tief. 67? Nein. Hast du schon sieben vor dran? Ja. Ui. Ja. Einen, zwei, drei. Mhm. 73? Ja, schon drüber. Wow. Mit 73 hast du ganz Haufen Sachen erlebt, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Was ist so das grösste Highlight, das du sagst, das hat mich so geprägt und das ist mir, bis heute ist mir das noch extrem präsent. Das Kino auf der Mauer stehen. Das hast du gemacht? Ja. Also ferienhalber? Nein. Arbeitshalber? Arbeit bedingt. Was heisst das? Ich habe gearbeitet und dann sind wir einfach dorthin. Also du hast in China gearbeitet? Nein, in China nicht. Ja. Aber auf dem Schiff. Also bist du auf dem Schiff gewesen? Ja. Bist du Koch auf dem Schiff? Nein, sicher. Ja. Das ist auch spannend. Du hast sicher viele Sachen erlebt, oder? Ja, das. Gell, da hast du das und das und weiss. Mhm. Du hast Schönwetter, hast Wüstwetter. In welchem Alter bist du aufs Schiff gegangen? 21. Wahnsinnig, oder? Ja. Mit 21 und hast die ganze Welt gesehen, wahrscheinlich. Ja, eigentlich schon. Welches war der Ort, wo du heute sagst, dorthin gehe ich wieder mal? Ja, heute nicht mehr. Aber ich war. Das ist Brasilien. Brasilien? Und warum Brasilien? Das ist ein super Land. Von den Leuten her, Landschaft? Oh ja, und landschaftlich. Mhm. Nein, da bin ich dann wieder drin, auch am Karneval. Mhm. Das ist Karneval in Brasilien. Und dann bist du dann gehen tanzen? Da bist du happy. Sicher? Oh ja. Also wegen dem Tanzen? Ja, oder? Sonst. Nicht unbedingt nur wegen dem Tanzen, wegen dem Weibervolk. Einfach. Wegen dem Weibervolk? Ja. Genau, das ist ein schöner alter Berner Ausdruck. Viel gehen wegen dem. Mhm. Aber das Land hat
Das Land hat super schön. Warum bist du hier gegangen? Ja, was? Eben auf Brasilien. Weil ich dann zumal eine Freundin hatte. Mhm. Das heisst, ich hatte eine, dann hat man sich verloren. Und dann habe ich die, wo ich mal in die Ferien bin, per Zufall wieder getroffen. Und dann hat sie gesagt, sie gehen dann und dann wieder rüber. Und dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich nicht an den Karneval. Und dann bin ich halt über den Karneval. Und dann sind wir dann, ja. Das klingt jetzt so spannend, wenn der Hans-Peter erzählt, er hat Freundin, dann hat er die irgendwo verloren. Und dann hat er sie wieder getroffen. Ja, das heisst, ich habe ihr geschrieben und sie hat mir geschrieben, aber wir haben Post nie bekommen. Ja. Ja. Wir haben Post nie bekommen. Mhm. Dann, per Zufall bin ich in der Ferien und um Abend, bevor ich wieder zurück bin, in der Bar, ist die gekommen und musste sagen, das ist die. Und dann habe ich sie natürlich angeholt und gesagt, ob sie die und die sind. Und dann ja, und dann ist er gut im Morgen. Du musst ein bisschen ins Hotel, weil ja, sonst hast du das Bus Flug verpasst. Oder? Aber es ist ja ein Wahnsinnszufall, oder? Dass dann jemand wieder so trifft. Das ist ein Zufall, aber wenn du heute auf Brasilien rüber gehst, irgendwo, oder gehst auf China, oder gehst auf Mallorca, oder irgendwo her, plötzlich sagt einer, hey, was Budi. Machst du? Ja, oder auch dein Name. Sagt er, was machst du da? Mhm. Ja, die Welt ist, durch das Flugzeug ist die Welt wahnsinnig klein. Es gibt doch so einen schönen Ausdruck, der heisst, die Welt ist ein Dorf. Ja, das kann ich schon sagen. Mhm. Weil früher mit dem Schiff hast du mindestens 14 Tage gehabt, bis du irgendwo warst. Mhm. Oder von Europa auf Amerika oder Südamerika hast du natürlich länger gehabt. Je nachdem. Aber heute mit dem Flug in 10 Stunden, 12 Stunden, 15 Stunden bist du ja hier in Australien. Mhm. Da hast du früher hast 2-3 Tage gehabt. Mhm. Budi, bist du ein Vater? Nein. Bewusst nicht oder hat es sich nie ergeben? Es hat sich einfach so ergeben. Ja. Und ist das etwas, wo du manchmal ein bisschen hart und sagst, eigentlich schade, ich hätte gerne? Ja und nein. Mhm. Wenn du heute das Zeug anschaust. Ja. Was anschaust? Ja, das ganze Drum und Dran ist fast ein bisschen. Ist fast ein bisschen kriminell, wenn du noch Kinder auf die Welt stellst. Von mir aus gesehen. Also wenn heute ein Junge zu weil dir du kommt... Du weisst nicht, wenn jetzt du eine Frau siehst, du heiratest, du bekommst ein Kind, wirst Vater, was der in 10 Jahren, in 15 Jahren oder in 20 Jahren, wenn er volljährig wird, erwartet, das weisst du nicht. Mhm. Und das ist kriminell. Weil die Jugend heute, die hat es ganz schwer. Hast du das Gefühl, Budi, dass sich das wirklich dermassen verändert hat zu deiner Jugend und jetzt zu der heutigen Jugend, von der Zeit her? Wenn ich die Jahre, ja, so die letzten 30, 35 Jahre anschaue, das ist schon wahrscheinlich. Mhm. Schon vom Elektronischen her. Weißt du, wenn wir jetzt das Handy anschauen, die ersten Handy, das waren ja Uhrenapparate. Mhm. Und was heute ist, und was alles getroffen ist. Das Handy ist ja sozusagen ein Computer. Ja. Ja. Willst du denn gar nicht heute jung sein? Als ich nicht mehr arbeiten konnte, hatte ich schwer. Aber heute, muss ich sagen, bin ich froh. Und warum? Eben, weil du nicht weißt, was wartet. Mhm. Schau, gestern hat der Bundesrat im Blick gestanden, ich habe es nur mal die Überschrift gesehen, sprechen also, dass
die da oben innen nichts dürfen verraten, was sie zusammen geredet haben. Mhm. Ja, also. Du kannst ja unserem Bundesrat nicht mehr glauben. Also hast das du den Glauben verloren in unsere Politik? Unsere Politik ist wirklich nicht mehr. Wir haben nur noch Statisten hier in Bern. Von mir aus gesehen. Und was denkst du, warum das so ist? Will es gar niemand mehr machen? Weil die Finanzen heute regieren. Also es geht überall um Kohle. Wie ist es mit den Schliessungen der Läden? Warum tut die SBB bauen in jedem Bahnhof, ob du jetzt im Dürrenast oder irgendwo bist, warum tun sie Läden rein? Warum? Dass die Läden offen haben. Am liebsten würden sie ja 24 Stunden offen haben. Mhm. Und wer arbeitet denn? Was hat eine, die am Abend arbeiten und der Mann arbeitet durch den Tag? Was haben die voneinander, wenn sie geheiratet sind? Hast du das Gefühl, Budi, dass das mit der Grund ist, dass sich auch viele Leute trennen oder auseinanderleben? Richtig. Einfach weil richtig. Sie gehen nur noch um Geld nach, quasi. Entweder gehen sie um Geld nach oder haben keinen Zusammenhang mehr mit dem Familiären. Mhm. Was weißt du, warum muss entweder der Mann oder sie schicken Kinder in die Krippe? Warum? Weil beide arbeiten. Mhm. Findest du nicht, es gibt ja viele Eltern, die sagen, das ist auch so ein bisschen für das Soziale, einfach das Kind, nein, so ein bisschen zwischenmenschlich auch von anderen? Nein, nicht nur das. Mhm. Weil also wie momentan das Ding ist von den Läden, das geht nicht auf. Mhm. Wenn die hier arbeiten, ehrlich sein, schlagen die am Abend den Zins vom Licht und von diesem Zeug nicht raus. Die können es nur sein lassen, weil wir, die hier laufen, weil die den Strom zahlen für die. Ich habe zum Beispiel keinen Nachtstrom mehr. Ja. Ich habe keinen Nachtstrom mehr, den früher hast du für das der Boiler oder so, ja, so zum Aufheizen. Ja, ja. Das ist fort. Also, ob ich jetzt um 12 Uhr oder um 2 Uhr oder um 3 Uhr am Morgen anlasse, das Licht, zahle ich genau den gleichen Preis, wie wenn ich sitze. Mhm. Es klingt so ein bisschen düster, wenn ich dir zuhöre. Budi, geht die Welt so ein bisschen zu Grund? Ich sage einfach die Wahrheit, aber das ist mein Ding. Aber es sagt heute alles zusammen, ich schaue, ich kann nichts machen. Wenn jeder das sagt, ich kann nichts machen, dann kannst du nichts machen. Mhm. Aber wenn jeder sich wehren würde, sieht es anders aus. Mhm. Jetzt gestern habe ich eine Sendung gesehen über Tomaten. Ja. In Italien überkommt der Produzent 12 oder 13 Cent, also 0,13 Cent, also 13 Cent, für ein Kilo Tomaten. Wahnsinn. Also, das ist ja logisch, dass du dann nicht viel zahlst. In China hängen überkommen sie 0,01 Cent. Aber die Chinesen fressen ja keine Tomaten. Also kommt das Zeug aus den Herren. Die Chinesen essen keine Tomaten. Dort kannst du essen. Du hast Gemüse. Aber Tomaten, vielleicht heute, ja, aber dann zumal noch nicht. Vor dem 70. Budi, wann bist du das letzte Mal so richtig, richtig, richtig glücklich gewesen? So richtig, richtig. Ich weiss eigentlich gar nicht. Es tut ein bisschen weh, wenn du das so... Bist du nicht so ein glücklicher Mensch? Oh, ich wäre schon, aber... Schau, jetzt müssen wir uns ein bisschen herkehren, sonst müssen wir unsere Kameramann nicht mehr umrennen. Ich wäre schon, aber schau, weil, ja, du musst einfach die Umstände und alles... Aber ist denn nicht an dir, etwas zu machen, dass du glücklich sein kannst? Ja, ich bin schon glücklich, in gewissem Sinn. Okay. Aber ja, dass mir jetzt etwas geht, happy mich, dann müsste es schon...
wüsste jetzt nicht gerade was. Den frage ich aber noch. Mit kleinen Sachen glücklich. Mhm. Was hat dich heute schon zum Schmunzeln gebracht oder glücklich gemacht? Heute? Ja, heute eigentlich noch nichts. Oh. Weil heute Morgen ist schon etwas schief gegangen, weil am Morgen kaum bist du aus den Federn und machst etwas, was schon schief geht. Auf der ganzen, was ist schief gegangen? Ja, wenn ich die Kaffeemaschine putzen wollte. Kaputt? Ist der ganze Nein, die Maschine ist nicht kaputt, aber der Scheissdreck ist am Boden gefallen. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Oder? Ja, Kaffeesatz und Wasser zusammen putzen ist schon ein bisschen scheisse. Du hättest eben gleich drinnen lesen und dort wäre was gestanden, wenn du etwas wünschen könntest, was dich glücklich machen würde. Ja. Ja, ich weiß, im Kaffeesatz. Ja, das kann ich sagen, und ich kann dort drin lesen, oder? Nein, im Kaffeesatz kann ich nichts lesen. Glaubst du an so Sachen, so Karten legen, esoterische Sachen? Ja, eigentlich nicht. Nicht so? Ja. Bist du nie bei der Kartenlegerin gewesen, oder bei der Wahrsache? Ja, das war. Wann war das? Wo wir mal. Das war das Basel. Ja, 67. Wir reden der Kleinbasel war das. Mhm. Ist da mal wenig. Nein, jetzt kommen wir mal. Wenn wir irgendwer ein Trinkgeld geben oder irgendetwas. Die hat da so Zeug. Aber wie nehme ich mal besinnen, hat es auf jeden Fall nicht. Hat es auf jeden Fall nicht gestorben. Weißt du, man sagt ja immer ein bisschen Buddy, man muss auch ein bisschen daran glauben. Sonst wird das wahrscheinlich eh nicht in Erfüllung gehen oder nicht eintreffen, oder? Ja, daran glauben. Glauben macht es ehrlich. Ja, das stimmt. Aber bist du eher so ein bisschen pessimistischer Mensch? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin schon Optimist. Ja. Aber eben so in gewissen Dingen. Nein, wie soll ich sagen, wenn ich zum Beispiel einen Film anschaue, sagen wir jetzt einen Westler. Mit John Wayne. Ja. Ja. Das läuft da und dann kann ich dir schon sagen, der macht das und das und meistens kommt es nachher. Aber es ist ja auch langweiliger Film schauen. Nein, das schon nicht. Du schaust nicht im Ding. Aber irgendwie schauen ich einfach ein bisschen zu weit führen. Also hast du das immer gemacht im Leben? So das war immer so. Gewesen. Also bist du an Situationen hergelaufen und hast gewusst, ja, das kommt sowieso so raus. Und dann ja, ist so Hast du nicht das Gefühl, dass es dir so eben auch ein bisschen beeinflusst ist, weil du sagst, es kommt sowieso so raus? Nein. Nicht unbedingt? Nein. Das musst du nicht auf alles tun. Aha. Das ist so, ja, Gegebenheit. Also, ja. Buddy, was glaubst du? Wenn du auf die Welle hockst, kannst du nicht sagen, der Vorgehen auf die Vögel. Ja, wenn du das denkst, der Case. Der Case. Ja. Oder? Gut. Buddy, was denkst du, das haben wir zwei gemeinsam? Ja, dass wir etwas tragen. Meinst du, es ist egal, was wir gemeinsam haben? Ja, vielleicht denkst du etwa gleich wie ich. Sicher? Ja, es könnte sein. Spannend, aber was machst du das fest? Ja, so mit den Fragen, die du jetzt da gestellt hast. Schön, ich finde es schön, wenn du mir sagst, wir haben etwas gemeinsam. Oder das könnte das, was wir gemeinsam haben. Ich sage höchstens mit diesen Dingen. Mhm. Komm, lass uns noch schnell ein bisschen vorschauen. Du bist 73, in 5 Jahren, wo bist du? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht noch daheim. Oder vielleicht irgendwo. Lebst du jetzt alleine? Ich lebe alleine. Also gut, ich habe noch Hausleute. Ja. Aber wenn man alleine lebt, Buddy, ist das so ein Gedanke, den man sich macht, wenn man älter wird und vielleicht eben nicht mehr alleine haushalten kann? Nein, ich habe noch eine Freundin, aber gut, die ist nicht bei mir. Wir treffen uns alle Woche schon. Jetzt über die Festung gehen wir dann zu ihr. Ist das Brasilianer? Nein. Nicht. Okay. Aber vom grossen Kanton. Weil es ist der Grosskanton Deutschland. Ja. Sicher? Ja. Und dort treffe ich dich einmal pro Woche, oder? Ja, manchmal schon zweimal, je nach
Oder sie hat ihr ein Zeug, und ich habe meins. Aber gibt dir das auch die Sicherheit, dass jemand da ist, wenn du älter wirst und vielleicht Unterstützung brauchst? Ja. Und gegenseitig würdest du es so machen? Ja. Dann würdest du auf Deutschland sein, allenfalls? Ja, sicher. Darum was sage ich, ich kann auch noch Norden sein. Oder? Ich war in Basel und im Gastgewerbe in Genf gearbeitet. Mhm. Und im Oberland. Mhm. Und nachher war ich auf dem Rhein. Ich war ein bisschen Wandervogel. Viele Leute sagen, ja, wo Kinder haben, das ist eines der grössten Ereignisse in meinem Leben gewesen. Die Geburt von meinen Kindern oder das Aufwachsen von meinen Kindern. Was war dein grösstes Ereignis in deinem Leben gewesen? Ja, als ich den Hunger hatte, da hast du gemerkt, dass du alt wirst. Ist das der Kinderersatz gewesen, so quasi? Nein. Das war der Hüter. Mhm. Wenn ich fort war, hat er eine Tür gemacht. Oder? Und dann hat er um das ganze Haus können. Mhm. Oder wenn ich bei der Heim war, ist er einfach irgendwo gelegen und geschaut. Jetzt zum Beispiel der Pöster war sein bester Freund. Das ist aber umgekehrt, oder? Der Hunger ist nicht unbedingt. Das ist eher ein Wort. Ist von mir aus ist er über die Straße zu ihm rüber. Und dann einmal ist er rüber, als er das gelbe Wägelchen gesehen hat. Und dann hat ihm den Schutti-Arsch gegeben. Und von dort weg war fertig. Mhm. Aber das ist. Eben. Und dann einmal ist er in den Streit hineingelegen und gegen die Brühe. Und dann habe ich gerufen, bis ruhig. Dann war er etwa ein paar Sekunden still. Gewesen. Und dann hat er wieder angefangen, als ich raus bin. Ist ihn so mit den Armen so im Buch hineingelegen. Und dann bin ich her und er hat die Haare gestellt. Und dann habe ich gesagt, oh, komm, es war ruhig gewesen. Dann hat zu dem gesagt, was er will. Nicht mehr! Hat sein Köfferli genommen und ab. Ja! Budi, wer hat dir den grössten dritten Arsch gegeben in deinem Leben? Wer? Mhm. Das war mein Lehrchef. Aber nicht der dritte. Mit dem Rühr. Oder? Was du brauchst, für in den Marmite reinzurühren. Ja. Und mit dem hat er geheiss? Mit der Rührkelle hat er mir die ein paar Tage hatte. Und wieso denn? Ich hatte keinen Arsch. Wieso denn? Was hast du gemacht? Ja, ich bin einfach gegen ein bisschen Söhnmuchel? Nein, ein bisschen Lushung. Ein Lushung? Also komm, Budi, wir schließen ab. Eins interessiert mich noch. Wenn eine Fee vorbeikommt und du hättest einen Wunsch offen. Einen. Egal was es ist, dann würde dir voll. Wie? Bemerken. Eine Fee. Und du hättest einen Wunsch offen. Egal was es ist, der würde dir Erfüllung gehen. Das kannst du dir wünschen. Was wäre das? Weiss ich, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Das ist. Jetzt habe ich alles. Das ist ja schön. Also, du bist wunschlos glücklich? Ich bin wunschlos glücklich im Grunde. Das ist. Ja. Vielleicht das. Keine Schmerzen hat oder irgendetwas, aber sonst, mir geht's gut. Das finde ich super schön. Das Hauptding ist, wenn du morgen aufstehen kannst. Dann ist man dankbar. Ja. Budi, mich hat es gefreut, dich lernen zu kennen. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Und ich hoffe, du hast noch ganz viel zu lachen heute. Und es gibt dir niemanden dritten Arsch. Heute gebe ich mir frei. Heute hast du frei? Super. Ja. Also gehst du irgendwo einen Kaffee trinken? Ja, ich war jetzt schon. Da oben jetzt noch mehr Kaffee. Das schaffst du. Ja, weißt du, Kaffee haben wir am Morgen schon 3 gehabt. Trinkst du ein Trüerli roten? Nein, jetzt habe ich ein gutes Bierli gehabt. Ah, das ist auch gut. Weißt du, wenn du zu dumm bist, musst du hier ein gutes Bierli trinken. Also, wir gehen jetzt eins nehmen. Danke dir vielmals. Das war Werbung. Budi, alles Gute, trink, alles Liebe. Trink Bier, dann steht er. Einfach nur Mensch. Wunderschöne Geschichten haben wir heute gehört hier in Thun. Wenn ihr mehr so Geschichten hören wollt, immer am Dienstag oben auf Schweiz 5. Mir würde es freuen, wenn ihr nächsten Dienstag wieder einschaltet. Bis dann, gute Woche und habt Sorge zueinander. Oh, wir sind doch auch nur aus Mann, Knochen und Fleisch. Ein Herz, das schlägt, Seelen und Geist. Einfach nur Mensch.